Willkommen zurück zu Prey in den Besatzungsquartieren A. Sind wir unterwegs? Hier sind die Toiletten, okay. Und hier haben wir keine passende Schlüsselkarte für. Wer wohnt denn hier? Mitchell. Das ist, ich kann es nicht abdrehen, okay. Hä? Okay, das ist ein bisschen gruselig. Lass das bitte. Ah! Mimic. Hallo, Mimic. Toll! Könnt ihr damit... Hallo? Hallo? Ich werde langsam verraten. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Aua. Poltergeist. Auszug aus der Psychotronik-Datenbank. Gebräuchliche Bezeichnung Poltergeist. Wissenschaftliche Bezeichnung Typhon Dysmorpha. Poltergeister gehören nicht zum gewöhnlichen Ökosystem der Typhon. Sie scheinen vielmehr das Ergebnis einer seltenen Mutation zu sein, die in weniger als 5% der Phantomgenesis entstehen. Der Poltergeist ist auch der einzige bekannte Typhon, der sich unsichtbar machen kann und selbst beim Scannen mithilfe eines Psychoskops nicht aufzuspüren ist. Der genaue Mechanismus ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt, da deren geringe Anzahl an gemessene Studien erschweren. Bitte beachten Sie, dass Eindämmerungszellen zur Studie der Phantomgenesis vollständig gereinigt werden müssen, damit keine Poltergeister übersehen werden. Schwäche Feuer, Immunität keine. Ich. Aua! Ey! Der macht gut Damage. Der macht richtig gut Damage. Wie viele Schuss habe ich eigentlich? Ein paar habe ich noch. Anzug wurde beschädigt. Wo ist er? Da! Ach, der ist weg! Haha! Easy. Was ist das? Man weiß es nicht. Gemein hier auch noch mit der Mimic dazu. Die jetzt weiß ich nicht, wo abhängt. Doch hier drin war die. Aha. Okay. Dann gehen wir, glaube ich, mal rüber in Abschnitt B. Lass du mich gehen. Versprich mir, lass du mich gehen. Ah. Oh. Bitte. So, Besatzungsquartiere B. Hier können wir rein. Da draußen ist irgendwie irgendwas. Kruschelst die ganze Zeit. Recycler Ladung Fabrikator Plan. Tod von oben. Beim Fallen auf einen Gegner oder Verbündeten erleidet dieser Schaden. Ja, gut, wir haben noch Platz, deswegen kann ich es ausrüsten, aber ja. Mein neuer Reployer. Teil angefordert. Können wir beides. Waffenupgrade! Nicht genug Platz. So viele Waffenupgrades, die hier einfach rumliegen.
Ist das? Das? Und gib mir das. Und pack das. Auf das. Und mach das. Denn die goldene Pistole. Die ist genau das, was ich brauche. Ich dachte gerade, da steht jemand. Sitzt jemand. Also tut's ja auch, aber ich dachte jemand. Echtes. Elizabeth Bay. Was sagt er mir denn hier zum Reparieren an? Irgendwo da hinten. Oh. Ist hier irgendwo eine Mimik? Matthias Kohl. Anti-Red-Arznei-Fabrikatorplan. Er hat gar keinen Laptop. Gar keinen Computer hier. Junge, was ist das? Albi! Mensch, Albi! Huch! Schon wieder dein Transkript verloren? Hey! Du hast wohl schon wieder dein Transkript verlegt. Wollte nur sagen, dass es bei den Sachen in meinem Quartier liegt. Weiß nicht, ob du es wieder haben willst. Kannst mich anrufen oder so. Abby. Charakterbogen. Ah, die spielt ja auch das Spiel mit. Stärke 12 nur. Die geht auf Dexterity 17. Oh, warum nicht? Weapons, Dagger. Ja, Dolch. Das Abenteuer beginnt. Daniel, hab dich vermisst. Ich lasse deinen Charakterbogen hier. Habe aber einen übrig, falls du es nicht vor dem Spiel zurückschaffst. Und keine Sorge, sieht gut aus. Wir sehen uns im Freizeitbereich. Abby. Stimmproben sammeln. Durchsuche den Freizeitbereich nach Stimmproben von Daniel. Euromod. Freitagabend. Erledigen. Verschollenes Transkript finden. Im Vorführraum suchen. Meine Sachen aus Abbys Quartier holen. Entschuldigungsbrief fertig schreiben. Arsch hochkriegen. Beziehungen über Arbeit stellen. Besuche das Kino nach Stimmproben von Daniel. Und das Tracking-Armband. Konversationsarchiv 12.4. Wir haben ein Date. Bitte. Nein, das klang ernst, deshalb wollte ich meinen Transcribe ausschalten. Also gut, du fragst mich, ob es in Ordnung ist, unser Spiel aufzunehmen. Auf den Transcribes. Ja, ich weiß, die Nutzung des Speichers ist nicht... Nicht zu fassen, dass wir dieses Gespräch führen. Oh, tut mir leid. Ich werde meinen Job verlieren, nur weil ich mit dir darüber rede. Was? Was? Genau. Du wirst jetzt mit mir zusammen essen gehen. Was? Du sagst ganz oft was, wenn du Ja sagen solltest. Ja? Siehst du, alles geregelt. Mach dir keine Sorgen wegen der Transcribes, das ist nicht gegen die Vorschriften. Lädst du mich zu diesem Spiel ein oder nicht? Finde Stimmproben, Fortschritt 30%. Nice. Mein Passwort. Danielle. Mein Arbeitsterminal behauptet, es wäre Zeit für ein neues Passwort. Ich wollte fragen, ob ich Kublai Khan benutzen kann. Entspricht das Ihren Anforderungen? Dr. Calvino, zuerst einmal sollten Sie weitere Fragen zu Passwörtern haben. Wenden Sie sich bitte an die IT-Abteilung und nicht an meine persönliche E-Mail-Adresse. Zweitens sollten Sie niemals Ihr Passwort in einer E-Mail erwähnen. Egal wie gut unser Sicherheitssystem ist, man weiß eben nie. Drittens, die Passwortrichtlinien sind nun mal genau das. Richtlinien. Sie sind ein erwachsener Mensch und können benutzen, was Sie wollen. Aber wir haben eben eine Reihe von Empfehlungen zur Passwortsicherheit. Danke. Okay, danke. Vorbereitungen für das Konzert. Hallo Daniel, ich habe heute Spätschicht auf der Brücke.
Durchsuche Skys Wohnkapsel nach dem Prompt von Daniel. Ich habe heute Spätschicht auf der Brücke und mein Transcript in meiner Kapsel vergessen. Könntest du mir das Ding vielleicht auf dem Weg zur Datenzentrale vorbeibringen? Übrigens habe ich ein paar Ideen, wie wir unsere Uniformen für die Vorführung in der Tulpa ein bisschen stylischer machen könnten. Aber keine Angst. Danke. Und Schatzsuche. Neues Ziel. Bitte. Finde Zachariah Wests Karte. Achso. Und? Finde Elias Blacks Karte. Seid gegrüßt, Abenteurer. Jeder von euch... Ja, ist ja gut. Daniel Shows Karte. Emma Beatis Karte. Bettys. Und untersuche Hortin Buffels Karte. Jeder von euch sollte nun im Besitz eines Kartenfragments sein. Ich konnte sie manchen von euch persönlich überreichen. Andere haben nach unserem letzten Spiel vielleicht eine neue Akte auf ihrem Schreibtisch entdeckt. Es sind Kartenfragmente. Arbeitet zusammen und entschlüsselt die Hinweise. Kommt dann zu meinem Quartier und nimmt eure Belohnung entgegen. Eure bescheidene Spielleiterin Abigail. Da kann ich was reparieren. Transcript defekt. Lol. Was machst du da? Nimmst du das auf? Gemeinsame Transcribes machen Spaß. Machen sie nicht. Das ist wie eine geistige Sammlung. Beide halten wichtige Momente fest. Fortschritt 40%. Nice. Der Sternbeuger-Zyklus Band 1, die Dunkelstern-Anomalie. Auszug aus Band 1. Kaiserin Tomaline starrte an ihrem Spiegelbild vorbei in das tiefe Schwarz. Ihre kantigen Gesichtszüge umgrenzt von der Hauptaussichtskuppel des Großkampfschiffs Shatterax. Der königliche Astronom räusperte sich. Außerdem, Eure Majestät, wird die Dunkelstern-Anomalie an Schwung zunehmen, sobald sie erste Systeme verschlingt. Innerhalb weniger Monate wird die gesamte Galaxie verschwunden sein. Ab diesem Zeitpunkt wird die Anomalie über genügend Masse verfügen, um weitere Galaxien in ihren Schlund zu reißen. Ich schätze, Sie möchten mich bitten, eine Expedition zum Aufspüren dieses Sternbeuger-Prismas zu finanzieren. So wie Sie ständig über dieses Ding plappern, könnte es der Schlüssel für die Rettung unserer Galaxie sein, falls es überhaupt existiert. Eure Majestät. Ich kenne nur einen Mann, der wahnsinnig genug ist, diesen Angriff zu nehmen. Ihr meint doch nicht etwa Trevor Pulsar. Doch, genau die. Es tut mir leid, zerknüllter, unfertiger, handgeschriebener Brief, Abby. Manchmal kommen mir die Worte einfach so aus dem Mund und ich kann sie nicht mehr aufhalten und es ist zu spät. Sie sind raus, ich... Abby, es ist irgendwie persönlicher, dir einen Brief zu schreiben, aber längst nicht so angsteinflößend, wie mich von Angesicht zu Angesicht zu entschuldigen. Ich weiß, ich bin ein Feigling, aber ich weiß nicht, was ich sagen würde, also... Abby, ich bin nicht so gut in sowas. Das merkt man ja. Wörter, bla bla... Okay. Ich will... Unter den Tisch möchte ich gerne. So, jetzt verstecke ich mich hier. Könnt mich alle mal... Hier bleibe ich für den Rest meines Lebens. Was ist das hier eigentlich? Was soll das darstellen? Keine Ahnung. Keine passende Schlüsselkarte. Ah, ist da auch wieder ein Poltergeist drin? Bitte nicht. Wow. Okay. Ach, krass. Guck mal, hier ist das Modell und der projiziert das da drauf. Und gleich werde ich es kaputt schlagen, weil es dahinter bestimmt wieder was gibt. Notiz. Jahrestagserinnerung. Wie schreiben die Amerikaner ihr Datum nochmal? EMP-Ladung. LG-Steuerung. Looking Glass an, Looking Glass aus.
LG-Visier-Prototyp, aktuelle LG-Version 447768. Niemals. Ich habe niemals auch nur einen Neuromod entfernt. Aber heute konnte ich das Maschinenlabor nicht finden. Ich bin eine Stunde durchs Arboretum geirrt. Ich habe mir eine Ausrede zurechtgelegt, aber Mio schöpft Verdacht. Ich kann nicht weiter Spielzeug für Twinstar herstellen, wenn ich Alex sagen würde, was ich vorhabe. Er hat mir ein Gerät gegeben. Parapsychologischer Schnickschnack. Von morgen. Einige der Bauteile sind mir ein Rätsel. Liebes Zukunftswir. Heute Zukunftswir? So wollen wir uns nicht ernsthaft nennen. Heute ist es mir gelungen, meine wunderschöne, dickköpfige Partnerin zu... Dickköpfig? zu überreden, im Bett zu bleiben und keine Extraschicht zu machen. Und das ist der Dank dafür. 50%. Wieder dieser Traum. Auf dieser Station. Stimmt was nicht. Irgendetwas ist hier bei uns. Aber ich halluziniere. Da besteht kein Zweifel. Was hat er eigentlich für fette Augenringe auf dem Bild? Hab versucht, den Schrank aufzukriegen, aber ich wusste unseren Jahrestag nicht mehr. Und für einen Moment hatte ich auch ihren Namen vergessen. Ihren Namen. Wenn ich irgendwann aufwache und mich nicht mehr an meine Arbeit erinnere, ich muss alles morgen übergeben. Sie wird wissen, was damit zu tun ist. Schrank öffnen. Und da stand ja das Datum. Wo ist hier ein Schrank? Ich will den öffnen. Instant ist. Vordere Elektroden nach 6 Sekunden überhitzt. Aber ich schwöre, für einen Moment sah ich sie wieder. Wie damals, als wir uns an der Amalfiküste kennenlernten, in ihrem zitronengelben Kleid. Meine Glorinda. Ah, da ist ein Safe hinter. Franzis Kabel, Ersatzteile. Ah, immerhin 3 Neuromods. Ups. 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 Nein, Hilfe. Uah! Entschuldigung. Looking Glass an. Ich, hab Neuromods. Wie viel habe ich denn? 7! 7. Ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades und Sicherheitswaffen. Das sind nur Sicherheitswaffen. Sicherheitswaffen. Zählt dazu eine Schrotflinte? Weil hier ist eine Schrotflinte abgebildet. Ich lerne das mal. Und hier unten ist ja auch noch hier Waffen-Upgrades. Deswegen lerne ich das ja auch noch mal. Jetzt habe ich kein Dingens. Ach, ich brauche mal wieder so eine Maschine, wo ich das alles... Wo ich mein Inventar mal ein bisschen lernen kann. Notiz. Code zum Fitnessbereich. Hallo Bill. Wenn Sie verletzt oder krank sind, dürfen Sie aussetzen. Ansonsten heißt es 75 Minuten Training pro Woche. Minimum. Der Code zum Fitnessbereich lautet 0673, falls Sie ihn vergessen haben. Hatte ich nicht schon einen Code zum Fitnessbereich? Sie könnten alles sein. Oder jeder. Oh.
weitere Proben benötigt. Boah, die mag ich nicht. Aber gefühlt... Oh. Mag ich ja gar keine Gegner. Du gut, dahinter sieht sowieso sehr eingebrochen aus. Weil ich den natürlich auch so einfach essen kann. Notiz. Paket abholen. Anders. Ihr Paket ist da, an der Rezeption. Wenn ich nicht da bin, der Türcode ist 6036. Bleibt aber unter uns. Na gut, das haben wir ja schon geknackt. Postraum, den haben wir geknackt. Letzte Folge. Das kann man nicht lesen. Was I make? Also der Baum. Jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, das hat irgendjemand da hingeschrieben. Aber der Baum macht halt. Kann ich den nicht nehmen? Wie soll ich denn da nach oben kommen? Oh, hi! Transcript. Spricht Fowles. Officer Fowles, Malia. Ich habe eine wichtige Bitte, aber etwas heikel. Ich muss wissen, dass ich Ihnen bei einer Überwachung vertrauen kann. Ja, natürlich, Sir. Normalerweise kann ich so etwas nur nicht ohne Zustimmung von Chief Eliza, der Personalabteilung und eines anderen Direktors tun. Diese Leute unterstehen mir, Malia. Ja, Sir. Verstanden. Ich möchte, dass Sie Annalise Gallegos im Auge behalten. Wohin sie geht, was sie wann tut, Ihre Besucher. Ich protokolliere alles im Sicherheitscomputer. Gut. Schicken Sie mir am Ende der Woche einen Bericht. Ja, Sir. Okay. Und Transcript und eine Notiz. Die gelbe Tulpe. Feiern Sie mit uns im kleinen Rahmen den Erfolg von Transtar. 19 Uhr Trinkspruch und Rede von Alex. 20 Uhr Vorführung der Besatzung. In Klammern Sky Braxton und Daniel Show. Besatzungseinrichtung, zweite Ebene, Zwischengeschoss. Wollte hören, wie es dir geht, Sky. Ist nur ein Neuromod-Hangover. Ich fühle mich seltsam. Nicht zu fassen, dass du für Alex Clownshow in der gelben Tulpe gemoddet wurdest. Machst du Witze? Ich wollte schon immer ein Instrument spielen, hatte aber nie Zeit dafür. Es ist, als würde ich die Noten im Kopf sehen. Es fühlt sich an, als hätte ich mit 7 damit angefangen. Außerdem wirst du mit mir auf der Bühne stehen, oder? Nur um dich aufzufangen, wenn du plötzlich umkippst. Und nur, wenn du mich davon abhältst, Alex zu verprügeln, wenn ich zu viel trinke. Du suchst die gelbe Tulpe nach dem Brummen von Danielle. Jetzt bin ich aber neugierig. Seid ihr bereit für eure Anweisung, werte Dame? Hoffentlich bringt uns das nicht in Schwierigkeiten. Zumindest in keine großen. Als erstes müsst ihr zu dem Baum reisen, an dem wir unsere Initialen eingeritzt haben. Und was ist, wenn ich Julian Howard in die Arme laufe? Dann solltet ihr die Beine in die Hand nehmen. Julian der Oger kann es nicht leiden, wenn jemand seine Bäume anfasst oder seine Früchte. Wahrscheinlich wäre er weniger missmutig. Unter einem Steine werdet ihr eine magische Schlüsselkarte finden. Diese Schlüsselkarte wird euch alles aufschließen, was euer Herz begehrt. Oh, nun, dafür brauche ich keinen Schlüssel. Und keine Sorge, Michaela meint, ihr bekommt zur Feier eures Geburtstags frei. Ein Geschenk an die Liebste, neues Ziel. Findet den Baum mit den Initialien des Paars im Arboretum.
So, sie geht auch auf Dex. Bogen und Dolch. Rosalind Swift. Schlechte Träume. Hallo Mama, ich habe schlechte Träume, seit du weg bist. Dr. Preston hat gesagt, ich soll sie malen und dann gehen sie hoffentlich weg. Ich hoffe, dass dir mein Bild gefällt und dass du bald nach Hause kommst. Hab dich lieb, Corey. Es ist ein wunderschönes Bild. Das würde ich mir zu Hause auch hinhängen. Oh, die ist zu. Warum ist denn die zu? Was soll das denn? Ihre Stein, die flackert auch. Mach auf. Grangers Memorien oder Memoiren. Auszug aus einem Tagebucheintrag von Herr Harley Granger, 27.09.2034. Ich sollte eigentlich immer noch da unten sein und spielen. Meine Jungs haben mich gebraucht, aber meine Schuld hat einfach versagt. Ich habe versagt. Ich hatte eine Menge signierter Handschuhe dabei und sowie Süßigkeiten zu Halloween verteilt. Aber wie sich herausstellte, kennen sich diese Labortypen mit Sport nicht aus. Und mit meiner Karriere noch weniger, so kurz sie auch war. Wie wahrscheinlich ist es, dass Mr. Yu mich mit den Neuromods ausstatten kann, die ich brauche, um wieder zu spielen? Der könnte sich sogar ein ganzes Team kaufen und mit den größten Spielern ausstatten, die je gelebt haben. Wenn ich eine Neuromod bekäme, würde dann wirklich ich spielen? Die Liga würde gemoddete Spieler niemals zulassen. Aber woher sollten sie wissen, wer gemoddet ist? Nein! Gib mir das. Danke. Warum ist das hier zu? Auf! Schweinerei. Und warum steht denn da auf der Bank rum? Hä? Blockiert? Was? Warum hängt die Bank da? Strange. Aber okay. So. Oh, wir sind bei 27 Minuten. Huch! Es tut mir leid. Es geht so schnell vorbei. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.